Herzlich willkommen bei Padtouts. Hallo. Und zur Blazer Part Nummer 6. Ich bin Nico von Padtouts Entertainment. Ich bin der Pat von Petzeland Entertainment. Und in der letzten Folge waren wir in dem Wassertempel und in dem Feuertempel und haben ganz, ganz viele Tiere befreit. Und mit denen reden wir jetzt erstmal alle. Oh ja. So, in dem Baum war, glaube ich, ein Eichelhörnchen. Ein Eichelhörnchen? Da ist es, das Eichelhörnchen. Ah, oh, ich rieche köstliche Samenkörner. Du hast welche, nicht wahr? Ja. Ah, warte, die musst du genau. ausrüsten. Das hier, ne? Cool. Leckere Samen, tausche sie am besten ein. Das machen wir doch. Mhm. Jetzt kann man nämlich ein Schwert. Ich biete dir dieses Schwert im Austausch gegen die Samenkörner. Petouts erhielt das Psychoschwert. No. Oh, gleich ausrüsten. Oh, falsche Taste. Wenn's dann geht, ne? Oh, Level 5, okay, Lähmung für starke Monster. Ach, man muss noch ein bestimmtes Level haben, um die auszurüsten. Ja, genau. Aha. Ah, wir haben ein neues Schwert. Yay. Das ist geil. Jetzt machen wir mehr Schaden. Du machst mehr Schaden. Mhm. Jung. So. Genau, arbeite dich mal im Uhrzeigersinn durch. Da ist ein Grogel. Rede mit dem Baumstumpf und höre ihm gut zu. Oh. Hier ist Greenwood. Dieses Land wurde von einem Hund namens Turbo errichtet. Er hat diese Stadt erschaffen, um den Tieren einen Platz in Sicherheit zu geben. Ach, Turbo. 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 Komm bitte mit mir. Ja. Okay, los geht's. Kann ich mit dem Stumpf reden? Wenn du einen bestimmten Maulwurf findest, kannst du im Dunkeln sehen. Sprich am besten mit allen Maulwürfen. Das hätte ich eh gemacht. Schnupper. Snappel. Schnippel. Oha. Jetzt hat er den Vogel verscheucht. Rede mit ihm. Mit dem Hund? Ja. Ach, so. Die Insel da drüben ist ein Friedhof. Mein Zwillingsbruder hält dort Wache. Jetzt geht er weg. Soll ich ihn noch verfolgen? Ja, mach mal ruhig. Das ist vielleicht auch wieder so. Was ist das, wenn seine Beine hinken? Dies ist das Grüne Theater. Eine Gruppe namens... Woodstein Trio sind sowas wie die Lokalhelden hier. Woodstein! Danke, dass du mit mir spazieren gegangen bist. Oh, noch eine Sache. Wir Tiere reden nicht nur mit unseren Stimmen, sondern auch mit unseren Körpern. Was will er mir? Du Geh Sau! Weg. Wenn ich mich so bewege und mit dem Schwanz wedle, heißt es Danke. Nein, heißt es nicht. Hast du das schon gewusst? Bei mir heißt das auch Dank. Guck mal, wie hier sogar Kinder gebildet werden, ne? Mir macht es genauso viel Spaß, die Leute Gassi zu führen, wie es ihnen Spaß macht. Hat mich Gassi geführt? Ja. Ich glaube so, das nicht. Ich wollte nochmal den Baum reden. Oh, Vogel! Wir sagen den Bäumen, was in der Gegend passiert, und dafür geben sie uns Futter. Ich würde es eine Art Nutznießer-Freundschaft nennen. Eine Nutznießer-Freundschaft. So. Die Vögel erzählen viele Geschichten. Ich bin ihnen dankbar, weil ich mich ja nicht bewegen kann. Die Vögel erzählen mir, dass Lost Zeit 3 Tempel hat. Ach, so heißt der Dungeon. Okay, Lost Zeit. Okay. Einer heißt Wasser, einer Feuer und der dritte Licht. Okay. Lost Zeit. Vögel haben ja voll die Ahnung, ey. Mit dem Baum hatten wir schon, ne? Ja. Nee, was doch, kommt? Wir haben mit allen drei Bäumen gesprochen. Okay. Krabbengang. Jupp. Flamenco. Hallo, ich bin ein Mitglied des berühmten Woodstein-Trios. Normalerweise haben wir hier immer eine Show laufen, aber ich kann meine Partner nicht finden. Plural? Du hast ja schon einer. Ja. Ich bin Alex, der Boss des Woodstein-Trios. Unsere Show ist wirklich aufregend. Ja, sehe ich. Geil. Richtig geil. So, da war das Speicherding. Hier ist nochmal ein Eichhörnchen. Ja. Ich muss einen Spaziergang machen, um etwas abzunehmen. Oh, der verfolgt mich jetzt. Echt? Der verfolgt dich? Ja. Okay. Ha. Kannst du nochmal mit ihm reden? Ich muss mal überlegen. Warum ich dir folge nun? Es ist purer Zufall. Psycho. Ah, okay, er gehört jetzt nicht zu Woodstein Trio. Hätte ich jetzt gedacht. Nee. Oder? Nee. Was macht er da? Oha. Was macht er da? Jetzt nimmt er aber richtig ab. Oh, der ist... Komm her, du Intelligenzbestie. Intelligenz-Bestie. Hier. Ich weiß nicht, ob das einen Zweck hat, den irgendwie. Du kannst ihn ja gleich nochmal anquatschen. Dies ist ein Restaurant. Möchtest du die Karte sehen? Ja. Wunderbar. Unser Tagesmenü besteht aus. Eichhörnchen. Dirr. Oh Gott. Ich hab mal Spaß gemacht, sei bitte nicht beleidigt. Dieses Restaurant ist bekannt für sein köstliches Essen, Dirr und seine Fruchtsäfte. Oh, wollte er mich trollen? Ein bisschen Angst bekommen, ne? Ja. Krabbengang. Und von hinten. Turbo, der Hund, lebte einmal mit einem Mann namens Dr. Leo. Turbo hat von ihm viele Dinge gelernt. Er hat die Äste der Bäume benutzt, um etwas zu machen, das man Floß nennt. Floß. Stimmt, ich erinnere mich gerade daran. Da war doch irgendwas... Die Dinger haben uns ja nicht weitergelassen, ne? Genau. Was sollten wir machen?
Weiß ich nicht. Wir sollten einen Beweis bringen, dass wir in Woodstock waren. Geh mal in den Hügel da rein. Ist das da eine Katze? Nee, ist ein Elch, ne? Oder ja, was? Ein Reh. Ein Reh. Ein Reh. Genau. Ein Känguru. Aber du kannst in die Löcher rein, bitte. Ab Känguru. Ach, komm schon. Hab ich dich nicht ein wenig erschreckt? Ah, doch. Wenn du so getriggert hast, dass der dich gar nicht mehr sehen konnte. Puh. Also, man kann da so mit ihm schnacken, okay? Puh. Mich hat er schon ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Das war voll schreck, die Konsole resettet. Mit dem Stumpf? Es gab einmal ein Floß, welches aus meinen Ästen gefertigt war. Du musst dieses Floß finden, vielleicht kann es dir helfen. Ja, dann gib mir einen deiner Äste, dann sag ich ihm das. Wenn du mir hilfst, den Fluss zu überqueren, werde ich dir etwas geben. Oha. Spring! Jump! Free Willy! Oh, ist das dein Kack ernst? Es wird nicht besser, Junge, es wird nicht besser. Ist das ein Arsch, wa? Also wirklich. Das immer wieder mal. Voll ein Gastlon. Krabbengang. Ich gehe hier rein. Yep. Oh. Oha. Ich wühle immer in der Erde und manchmal finde ich richtig seltsame Sachen. Ich habe gerade dort unten rechts ein paar Hundeknochen ausgegraben. Ich habe mich erschreckt und sie wieder vergraben. Hat jetzt Turbo ausgegraben oder was? Ja. Drückst du die ganze Zeit B? Ja, ich drück immer okay. B, weil man könnte ja was finden. Oh, hier geht das nicht lang, ne? Aber wir können nochmal die Crocodiles benutzen. Oder die Alligators. Le Alligator. So, hier nochmal lang. Tuck, 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 tuck. Da unten sind die Knochen, siehst du das? Aha. Aber der Weg scheint noch nicht frei zu sein. Du musst mir etwas bringen, was einmal Monmo gehört hat. Monmo? Wer ist Monmo? Ja. Momo. Momo? Oh, ein Eichhörnchen. Ach, oh, ist der schnell. Sportisch Gewirre. Ich höre jemanden schnarchen. Ich weiß noch nicht, woher es kommt. Den Baum? Das kann sein. Oh, dann gehen wir in seinen Traum rein. Haue bitte deinen Stab auf ihn. Wum. Petauz legt den Traumstab auf den Baumstumpf. Wow. Ah. Aha. Erstmal mit dem Grogel reden. Auch wenn ich nur ein Baumstumpf bin, so träume ich auch vom richtigen Leben. Ach so. Ich bin ein Grogel und kann überall hinfliegen, wo ich will. Ich hab mich gerade gewundert, aber... Scheiße! Ja, muss ich nochmal. Ja. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum wir da jetzt rausgeflogen sind. Naja, wahrscheinlich, weil wir... gefragt. So. Jetzt ist wahrscheinlich die Kiste frei. Ja, ja. Im realen Leben. Aha! Aber das ist, seht ihr Leute, wie tiefsinnig das ist? Der Baumstumpf träumt davon, ein Vogel zu sein. Wir holzen die alle ab, oh mein Gott. Öko. Öko. So. Ja, dann haben wir, da hat sich das ja schon mal gelohnt. Mit denen hatten wir noch nicht gesprochen, oder? Doch, natürlich. Was sagt er? Der braucht was von Monmo. Ah. Der war das. Monmo? Und das Eichhörnchen hat nur gesagt, dass jemand schläft. Das... Hier schlaft jemand. So, wer bist du? Er macht mir bestimmt den Weg auf. Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich genau wie du auch vom Himmel. Ich erleuchte die Dunkelheit. Du erfreust jeden. Lass uns zusammen an der Wiederbelebung der Welt arbeiten. Das Wesen, das die Dunkelheit erhält, folgt dir von nun an. Pet out. Das ist sehr gut. Ist halt eine Seele, ne? Wieso? Nee, also, wie du, du machst schon. Mach einen Satz draus. So ein... Ja. Wer bist du? Versuchst du über mich drüber zu laufen, Jo? Du hast Nerven. Okay, aber tu mir nicht weh. Puh. Bam, 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 bam. Nein. Boah, Flamenco. Bam. Ein Grogel. Grogel. Oh, erstmal mit... Der fliegt hier... Ah, nee. Ich glaube, der ist Deko. Dann mit ihm. Daus berührt den kleinen Vogel mit dem Traumstab. Ach, der schläft. Oh, gut. Ja, gut, dass ich den ausgerüstet habe. Dann drücke ich erstmal... Ah, guck mal. Oh. Petauz, gehe zum Tempel des Lichtes und befreie den Wächter des Waldes. Du wirst das finden, wonach du suchst. Es gibt da einen Vogel namens Tiki, der dir vielleicht erzählt, wie man das Floß benutzt. Du musst Greenwood jetzt beschützen, nachdem ich weg bin. Okay. Nein, Turbo! Jetzt red mit dem... Na, ich hätte sein können, ich bin hier nochmal lang gegangen. Krabbengang. Krabbengang. Turbo, warte! Jung. Ist er jetzt wach? Ja, er bewegt sich. Die Flöße werden nur die Bewohner von Greenwood tragen. Wenn du uns etwas bringst, was einmal Turbo gehört hat, helfen wir dir vielleicht. Man hat ein paar Blätter von Greenwood zusammen mit Turbo begraben. Ah, dann muss ich zu seinen Knochen. Hier liegt Turbo, der Bauer von Greenwood. Müssen wir jetzt seine Knochen auseinanderreißen oder was? Ja, schon ein bisschen böse. Ich bewache den Friedhof. Ich höre jemanden schnarchen, kann aber nicht genau die Richtung feststellen. Ja, damit meint er bestimmt den Grogel. Mhm.
Komm mit. Oh, ich wollte mit dem Grab sprechen. Hallo, Grab, hallo. Berühre dich mit deiner Tasten. Tastendukt-Arie. So, das geht nicht, wa? Nee. Okay, aber vielleicht ist ja irgendwo was versteckt. Ne, ich gehe die einfach alle ab. Mhm. Sicher ist sicher. Erstmal warten, bis der Kackhund weg ist. Der Kackhund? Der Kackhund? Ein Kund. Nee, ne? Hm. Okay. Mehr ist hier aber nicht. Ja, dann war das nur zum Triggern des Grabes. Ja, wir können aber noch nicht zurück in den Dungeon, weil wir noch keinen Beweis haben, dass wir aus Greenwood kommen. Vielleicht kommst du ja jetzt zu den Knochen, das meine ich ja. Also, was ist hier? Das haben wir jetzt freigehauen. Die Kiste, ne? Links. Ja. Yeah. Und was drin? Juwele? Eisrüstung! Oh, Leute! Du kannst ohne Gefahr Feuer überqueren. Feuer ist Gefahr. Die kommt viel zu spät. Ja, ne? Stimmt, wir hatten ja jetzt den Weg zum Knochenmeister rausgehauen. War das hier? Ich glaub schon. Ja. Ah, sehr gut. Die Blätter von Greenwood kann man unter den Hundeknochen finden. Kann man oder haben wir das auch? Alter, das sind die. Ja. So, wer wollte die jetzt sehen? Ich weiß gar nicht. Irgendwer wollte die noch sehen, ne, aus der Stadt? Also entweder ist das jetzt schon das, womit wir uns identifizieren, oder? Wir müssen ja eh hier später nochmal zurück, wenn der Weg ist. Dann würde ich erstmal in den Dungeon gehen und dann machen wir nochmal eine Schnack-Session, oder? Okay. Rückwärts. In den Baum, ne? Ja. Und? Left. Left, ja. Was anderes geht ja nicht. Noch nicht. Ja. Fum. Dann gehen wir erstmal mit den Flößen schnacken, weil wir... Ey, verpiss dich. Aber meinst du, die Blätter, die reichen schon dafür? Ja, klar. Das ist doch Beweis genug, dass wir aus Greenwood kommen. Aus mein Ernst gerade? Ey, komm zurück. Zack, zack. Wie viel brauchen wir für ein Level-Up? 4500. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Ja, das ist ja noch ein ganzes Tempel. Ein ganzes Tempel? Der Tempel des Lichtes, ne? Weil Feuer und Wasser hatten wir schon. Gut gemacht. Und hier rein. Und da hattest du ja einen Shortcut. Mhm. War der ja gleich hier? Ja, genau. Ja. Uah. Nee, ist doof. So rum ist viel klüger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, macht er nämlich nicht. Oder? Doch, warte. Das sind Blätter aus Greenwood! Turbo-Symbol! Wir werden dich zum Tempel des Lichts bringen. Fien. Fien. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen in ihn reingelatscht jetzt. Wir haben 618 Juwels. Ja, wir haben auch irgendwie ziemlich viele gefunden in Kisten, ne? Ja. Pass auf, Schmetterling, Vorsicht. Ist das ein Gegner? Das ist wirklich... Ach du Scheiße. Oh, guck mal, wie viel Schaden wir allein schon nur durchs Halten machen. Siehst du das? Ja, das ist jetzt wesentlich angenehmer. Ja, wir sind schon ein bisschen overpowered jetzt. Oh, da ist schon wieder so ein Arsch. Na komm, du. Ja, mach's mal lieber so. Es geht schneller. Ja. Dann respawnen die auch wiederum schneller und dann ist das alles schon ein bisschen schneller. Schneller? Ja. Schneller. Oh, guck mal, wie schnell der kaputt war. Was befreien wir jetzt? Oh. Perdaus befreit einen Maulwurf. Hinter dem Maulwurf. Oh. Oh Gott, Schattenschurigen. Ob das Monmo ist? Meinst du? Monmo? So. Dann geht's hier auch rüber. Miau. Ha, machen die das jetzt alle so doof? Wahrscheinlich schon. Na. Ja. Ja, manchmal die KI, ne? Ja, da weiß man nicht, ist es jetzt ein Mangel der KI oder war das eigentlich Absicht von den Machern, dass man sich immer an bestimmten Stellen gut positionieren kann, ne? Ich glaube, wenn du sie fragst, dann sagen sie Absicht. Ja. Nee, wenn du sie fragst, dann sagen sie dir, was für ein Spiel? Kenn ich ja nicht mehr. Na, komm, einer noch. Das ist bestimmt der letzte. Na, ich glaube fast, da kommt noch einer. Oh, wie recht du doch hast. Ha, ich hatte recht. Und die haben uns ganz schön zappeln lassen, ne? Ah, der letzte Typ, ein Hund. Alle Hund. Dann können wir uns die Vorstellung angucken. Geil. Diese Transition ist immer noch ultra epic. Könnte ein bisschen schneller gehen. Ja, aber dafür passiert es ja nicht so oft. Nein. Junge. Überhaupt nicht. Alle 3 Sekunden. Oh, fuck. Wurde ich voll erwischt. Hätte stehen bleiben müssen. Ja, oben ist doch schon der Boss, ne? Sollten wir erstmal... Ey, verpiss dich, Mann! Da ist noch nicht der Boss. Es gibt ja immer pro Welt 2 Teleporter. Oh. Jetzt kommt erstmal Dungeon und zum Schluss kommt der. Ah, okay. Der Boss. Ha. Huh. Aber wahrscheinlich, Ah, daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr.
Ja, doch, grob erinnere ich mich dran. Ja, oh. Was machen diese Lichter? Die, das sind einfach nur Wegversperrungen. Tun die weh? Nee, guck. Okay. Die versperren einfach wirklich nur den Weg. Aber da wusste ich nicht, wen ich ausweichen sollte, dem Feuer oder... Denk dran, dass du ein Vier-Wege-Eis hast, ne? Ja, ja, wollte ich auch gerade, aber... Biong. Und ranziehen. Geht nicht, Wand. Nein. Und jetzt geht eine Barriere weg, oder was? Ja. Ja. Okay. Wisst ihr? Weiß noch nicht, sollte man die jetzt hier schon töten? Nee, es dauert ja, aber danach kommt noch einer und ja, den. Genau. Da kommen wir wahrscheinlich eh nochmal ran. Geist. Geist, das ist. Geisten. Weißbrot. Weißbrot. Da siehst du schon wieder einen Weg freigeräumt. Ist hier unten was? Nee. Obwohl es verdächtig aussieht, ne? Ich hätte auch nachgeguckt. Oh, um falsche Richtung. Ja. Na gut, dass du weiter mit der Schultertaste runterläufst. Aber wir haben so viele Juwelen, ey. Man kann sich zwar nichts davon kaufen, aber wenn man das könnte... Das wäre mal was, ne? Ja, so ein Waffenkaufsystem wäre auch schon cool. Aber ich finde das auch super, dass man die durch Secrets kriegt. Ich glaube, mit denen konnte man nichts machen, ne? Oder? Okay, man kann sie blocken. Ja, gut, dann hält man die kurz aber auf. Aber in Illusion of Time gab es auch die Juwelen, ne? Ja. Und die hatten ja einen anderen Sinn. Ich glaube, wenn man 100 gesammelt hatte, hatte man Continue bekommen, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube schon. Also es gab ja auch in der Form Juwelen bei Terranigma, aber das war ja nur deine Mana. Dein Mana. Deine Magieleiste. Aber ich habe mich bei Terranigma nie getraut zu zaubern, weil... Magieleiste gab's doch da gar nicht. Ja, du hast doch Juwelen gehabt, oder Kristalle. Ja. Kristalle, genau. Was ist denn der Unterschied? Naja, die Juwelen verbinde ich gerade mit diesen Dingern. Die goldenen. Juwelen sind rund und Kristalle sind eckig? Na ja. Rechts, links, rechts. Rechts. Hm. Sind das vielleicht doch diese Kugeln, die hier rumschwirren? Was für Kugeln? Na, da waren doch diese großen, breiten Kugeln. Da, dieses Ding. Kann man die wegzaubern? Wollte ich gerade versuchen. Oh, komm her. Nee. Nee. Vielleicht braucht man dann ein bestimmtes Schwert. Nee, wir haben ja eigentlich... Oder man muss später... Was man natürlich machen könnte, ist gegenschlagen die ganze Zeit über das stehen bleiben und dann anzaubern. Vielleicht bringt das was. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel schon so komplex ist. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, ne? Nee. Ja. Da hätte man ihn spätestens jetzt irgendwie treffen müssen. Kann ja halt auch wirklich sein, dass okay, das so ein Ding sorry. Ist, wo man später nochmal zurück muss. Oder sind die Geister? Oh, ey. Vor allem, du läufst auch noch mit der Flugrichtung von dem Ding. Ja, perfekt, ne? Nee. Einfach nee. Ich sollte vielleicht... Wir haben oftmals wirklich dieselben Gedanken. Ja? Gedanken, die zum Denken denken. Die zum Denken anregen. Ah. Ah, diese komischen Teleporter-Echsen. Was ist denn los ja, mit denen? Die zögern das nur raus, ne? Ja, die sind jetzt nicht schwer oder so, aber zeitaufwendig. Na komm. No, warum? Was ist ja, denn? Die wollen gar nicht kämpfen. Ja, eigentlich bin ich der Antagonist in dem Spiel. Alle wollen hier in Ruhe leben und ich komme töten. Kommst erstmal in deren Lebensraum und schlachtest erstmal alles weg, ey. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Hommage an das Verhalten der Menschheit. Es ist voll deep, das Spiel. Öko. So, jetzt geht's hier hoch. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Achso, das ist so ein Ding, wo sie alle kommen. Das ist, glaube ich, angenehmer. Da sieht man aber schon wieder, wie die mit recht simplen Mitteln das Spiel einfach strecken, ne? Indem sie hier diese Bereiche aufbauen. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht so dumm. Ey, ja, ich mach gerade nur Scheiße, ne? Ja. Zauber doch einfach mal. Nee. Idiot. Ich steig ja bald ein Level, also dann... Stimmt, noch ist mein Schaden 45, ja nicht, ne? So, nicht so schlimm. Ist das sowieso nicht. Siehst du? Hat der gerade... Der hat ordentlich gebracht, oder? Ja. Guck mal, da ist noch Geist. Weißbrot. So. Ha! Aber ist nicht das Ding oben rechts. Geh mal zuerst nach oben links, wa? Okay, mach ich. Sieht nicht so aus, als wenn es da weitergeht. War da noch irgendwas? Aha. Ach, hier ist noch ein bisschen... Feuergeplänkel. Ja, ist sehr gut, ey. Da war noch einer im Windschatten.
Aber ich schätze mal, dass man das Ding trotzdem irgendwie tot bekommt. Für oben rechts, weißt du? Pedauz befreit ein Eichhörnchen. Hörnchen. Ah, ein Hörnchen im Hörnchen. Oder so. Ja, ist eine gute Frage, ob man den... Ich habe das Gefühl, man muss den ja tot kriegen, ne? Vielleicht später mit dem Geistschwert oder so. Da gibt's ja noch eins. Echt? Ja, ja. Weiß ich gar nicht. Doch, doch, kriegt man nachher. Aber dann würde ich sagen, da haben wir ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Wir haben uns... Ne, kriegt man nicht tot. Wir haben uns orientiert in der Stadt. Wir haben ganz viele Leute kennengelernt. Tobo ist ja leider tot, aber wir haben seine Überreste gefunden. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier unten mal die... verpiss dich! Die Treppe erforschen. Gucken, was da drin ist. Und ja, wir hoffen, ihr liked die Folge, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns über Kommentare, über Feedback, über eure Meinung zu dem Spiel oder Tipps, falls wir was vergessen haben. Und über Abos. Und über Abos. Mhm. Das ist natürlich dann ultra geilon. Also, tschüssi und bis zur nächsten Folge. Tschö. Ja, geilon.